Hallo Leute, hier ist wieder Lauren aus 2 Zorro. Leider ist die Soundqualität deutlich schlechter als im letzten Part und so. Weil ich gerade irgendwie, mein Headset funktioniert gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, es funktioniert halt nicht. Und ich kann da nichts für und so. Es ist halt so. Leider. Man kann auch so rumlocken, genau. Around locken. Yeah, let's look around. Wir kaufen uns erstmal Teile, weil, Change your mind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Acceleration brauchen wir nicht mehr. Wir wollen mal mehr, Turning. Turning ist immer wichtig. Deal. Have you seen, my chance cube? No. Okay. Dann mal schon Little Upgrades. Können wir jetzt irgendwie noch auswählen oder wie war das immer? Back again, huh? Tolpa da Banki Danko. So, ziemlich schlecht gerade dieses Teil. Na egal. Gut, Boxendroide hilft was? Fuck off, kaufen wir noch einen und noch einen. Achso, dann ist unser Pod schneller wieder geheilt, finde ich gut. Gut, Airbrake ist jetzt nur schlecht, aber naja, scheiß drauf. Ich denke, das wird schon irgendwie möglich sein, dann starten wir mal das Rennen. Ich kann nichts gegen einen. Sehr schön, wo sind wir hier? Oh ja, ich will wirklich gewinnen. Da hast du schon ganz recht, komischer Kommentator, der nicht kann. So. Aber der ist irgendwie schneller jetzt. Was mich immer wundert, warum kriegen die keinen Schaden? Ich meine, die müssen ja theoretisch auch Schaden kriegen, wenn sie gegen mich knallen. Genau wie ich Schaden kriege, wenn sie gegen mich knallen. So, ist ja dasselbe. Egal, ich krieg da jedenfalls auch Schaden. Also sollten die eigentlich auch Schaden kriegen, finde ich. Würde ja mehr Sinn machen. So. Immer schön die Gelegenheit nutzen, Safe-Tip zu machen. Nichts zu reparieren, okay. Und wir haben ja notfalls noch Pit-Droids, wenn wir es mal nicht schaffen, rechtzeitig zu reparieren. Ich versuche mal möglichst ohne Self-States auszukommen, also ohne Self-State laden. Jetzt habe ich auch noch keinen geladen. Muss man mir lassen. Darauf bestehe ich. Aber wahrscheinlich werde ich dann doch noch irgendwann einladen müssen. Auch wenn ich jetzt die ganze Zeit Erster bin, was ich sehr lobenswert finde. Braucht übrigens eine ganze Weile, bis ich wieder an diesem Punkt hier angekommen bin, weil ich nicht verstanden habe, wo genau jetzt das Safe State gespeichert war und so. Also, es sind verschiedene Slots und das ist ganz komisch, wie man die auswählt und so. Naja. Wohl nicht so komisch, aber schon ein bisschen schwierig, wenn man sonst eigentlich mit anderen Emulatoren arbeitet, hauptsächlich. Mal schauen, wie schnell schaffen wir das? Oh, das geht ein bisschen schneller, das stimmt. Tatsächlich wahr. Hat sich also gelohnt, die Teile zu kaufen. Hoffe ich. Doch. Aber wir waren hier schon mal auf diesem Planeten. Ich habe zwar dieses Rennen hier noch nicht gespielt, aber auf dem Planeten waren wir schon. Also dieses Rennen ist auch nicht so viel anders als das andere. War. Jetzt langsam auf, oh scheiße, der hat sich ja schon eingeholt. Zwei haben mich eingeholt. Ich glaub's nicht, da bin ich nicht. Ich hab mich von so zwei Lappen einholen lassen.
Doch, geht los. Upsi. Hast du leider lang kein Safe-Date mehr gemacht, sonst würde ich den jetzt laden. Laden wir nochmal neu und so. Geht das doch viel besser, bin ich sogar zweiter in der Rangliste aktuell. Aber jetzt, wie ich jetzt in den nächsten rankomme, ach, da vorne ist er. Kann ihn sehen. Ja, ich weiß, die erste Runde, da kann es eigentlich nicht anders sein als ein New Lap Record. Link mehr gay. Naja gut. Shayward! Lang! So. Denn hier könnte es sich um Eisen handeln. Machen wir die Magnetprobe. Okay. Habe ich gerade so gesagt. Das ist ja da am Anfang bei. Fuck off warning! Dann zerstören die halt mein Triebwerk. Ich werde deswegen nicht aufgeben. Ich werde gewinnen! Gewinnen werde ich! Okay, ja, sechster, aber das schaffe ich noch. Weil, den habe ich jetzt schon wieder. Bin ich schon mal wieder fünfter. Das ist auch schon Nummer 5 und jetzt sind wir Vierter und das läuft doch alles ganz gut gerade. Hey, ja, dieses Spiel, da habe ich jetzt inzwischen wieder Reiz dran gefunden, das zu zocken. Deswegen habe ich mich entschieden, weil es zwar auch viel zu lang pausiert, das muss man ganz klar sagen. Eieieiei, was war das denn? Und deswegen habe ich das halt jetzt wieder aufgenommen. Hat auch nicht verdient, dass es so lang unbeachtet bleibt. Ist mal wieder dran, vor allem die meisten, die mich, ja, die meisten, die mich inzwischen abonniert haben, kennen dieses Spiel gar nicht mehr. Finde ich auch gut deswegen, dass man Projekte mal pausiert, so kommen die auch auf alte Videos. Und damit meine ich nicht meine ganz alten Videos. Also die ersten, die ich so hochgeladen habe an Let's Plays. Das ist schlimm, au je. Ganz schlimm, sage ich euch. Nicht anschauen, meine Stimme klingt da so wie so ein Sechsjährigen. Schon sehr erstaunlich, wie sich die Stimme innerhalb von so kurzer Zeit so stark verändert. Wobei die Stimme sich eher positiv verändert, aber wenn man nachguckt, wie sie sich verändert hat, dann ist es schon irgendwie krank. Mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Ich kann ja schlecht abbremsen, weil hinter mir ist ja einer. Na, ich muss anscheinend bremsen. Na, du mal schön gegen die Wand, Kumpel. Wenn du das willst, gerne. Oh je, an dieser Stelle versagen meine Kräfte. Also meine... mein Pod versagt an dieser Stelle, weil ich einfach blöde Teile für so eine eckige Sache gekauft habe. So einen dummen Scheiß. So, und jetzt sollte ich langsam mal wieder aufholen. Weil wir sind immerhin schon gleich in der dritten Runde und da sollten wir jetzt nämlich... Ist aber kein New Lap Record anscheinend. Schade. Hätte ich mir jetzt
erhofft. Aber gut, das war jetzt nicht so mega. Fuck you! Fuck off! Okay. Jetzt würde ich sagen... Was machen wir? Also... Fuck! Ich wollte mal ausprobieren, was passiert, wenn man nicht springt. Also nicht nach oben segelt. Das ist... Ein bisschen muss man anscheinend. Stirbt man. Wie wir gerade eben eindrucksvoll gesehen haben. Oh je. Das darf nicht passieren. Das versuchen wir gleich nochmal. Ich werde alles tun, um das zu verhindern, was gerade passiert. Brauchen wir eine gerade Strecke? Ich brauche viel km/h und dann schaffe ich das auch. Das ist nicht das Richtige. Wir fahren gerade mit bis zu 500 km/h hier rum. Das finde ich gut. Aber leider muss ich jetzt erstmal reparieren. Das finde ich nicht gut. Das muss. Reparieren an sich, dass das geht, finde ich eine gute Sache. In dem Spiel. Na gut. Aber jetzt können wir auch wieder hier aufholen und dann haben wir es auch bald. Wir haben ja nicht umsonst ganz viele Pistons gekauft. Von daher sehe ich da keine so großen Probleme gleich. Boah! Das hatten wir aber jetzt noch nicht. Ab. Sowas. Und wir müssen eigentlich auch nur Dritter werden. Ich wünschte mir zwar, ich wäre besser, aber naja. Können nicht immer alle Wünsche erfüllt werden. Von daher. Ach. So, jetzt steht vielleicht nochmal alles ein. Oder wo war das? Ne, egal. Irgendwo ist alles eingestürzt, ich weiß noch. Ich glaube, dann kommt das nicht hin. Dann war das schon. Zum Safe-Safe-Walk. Wir dürfen uns keine Fehler mehr erlauben. Das wäre folgenschwer. Was ist das denn? Ein geiler Tunnel gewesen. Scheiße, ich bin nur noch auf Platz 4. Schlecht. Wir müssen Platz 3 werden und wieder verkacken. Das lade ich direkt nochmal neu. So kann das ja hier nicht weitergehen. Platz 3, das reicht. Vorerst. Und ich vermutlich denken kann. Weil, so scheiße. Wieder sowas. Ich hab's geschafft. Bin nicht gestorben. Juhu, jetzt kann ich ja nur noch besser werden. So, was? Fünfter? Oh je. Oh je. Lass mich nicht so schlecht sein. Muss ich mir auch Risiko machen. Da habe ich mir jetzt versaut eventuell. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, dass ich es schaffe. Ich darf jetzt nicht... Ah, was? Weiter? Dritter? Die, boah, die waren aber nah aneinander. Ich dachte schon, jetzt habe ich versagt. Oh, ein Glück. Das eine Triebwerk ist ausgefallen. Deswegen war ich so langsam. Oder reparieren die jetzt? Na egal. Das war knapp. Zum Glück habe ich das noch geschafft. Das war ein spannendes Rennen, denke ich mal. Klingt zwar jetzt keinen neuen Pot, aber ich habe ja sowieso nur meinen einen. Einer Marsch, der Bolt, der hat mag schon das Bolt. Der Bolt hat keine Freunde, so stimmt. Klatschen leckt, weil er so schlecht ist. Und wie die aussehen, wissen wir auch schon. Wie die anderen aussehen, wissen wir auch schon, nämlich alle hässlich. Und deswegen, ja. Er ist Swag. Kleiner Pisser. Hier ist es zumindest noch größer geworden.
sehr gut, aber wie machen wir jetzt weiter? Ich meine, das Ganze gerne beenden, weil es laggt mir auch hier gerade zu viel. Leute. Ah, geht doch. Gut, jetzt haben wir, haben wir hier alles geschafft, also erstmal nochmal, das haben wir alles mit 1. Hier haben wir ziemlich viel noch. Müssen wir theoretisch noch Executioner, ja, Under Prem, Ding ist da. Was? Wollen wir das direkt freigeschaltet oder wie? Naja. Ach, das hier ist Amateur, das ist Semi-Pro, das ist galaktisch, na toll. Da freue ich mich ja richtig drauf. Naja, würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Weil, ja, das war's jetzt erstmal. Bis dann. Ah, hat nicht mal. Ciao, euer Lochner Zorro.